Friede Gottes des Herrn sei mit euch allen. Wir grüßen ganz herzlich aus Jahnshain, aus dieser schönen Dorfkirche, zum Sonntag mit dem noch schöneren Namen Quasi-Modo-Geneti. Das heißt so viel wie die neugeborenen Kinder. Und so dürfen wir uns freuen, quick, lebendig. Der Sonntag heißt auch der Weiße Sonntag, denn es war früher so, dass die in der Osternacht Getauften ihr weißes Taufgewand eine Woche jetzt anhatten, den achten Tag lang. Sie hatten es sauber gehalten, rein gehalten, so wie auch wir unseren Glauben, die Osterfreude bewahren müssen. Und so feiern wir diesen Sonntag. Manchen sagt der Name Quasimodo vielleicht etwas. In der Geschichte des Glöckners von Notre Dame, da wurde dieses kleine Kind, der Held dieser Geschichte, an genau diesem Sonntag gefunden. Quasi-Modo Geneti, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Gnade wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns mit deiner großen österlichen Freude erfüllt. Wir bitten dich, lass diese Freude in uns lebendig bleiben und hilft, dass sie ausstrahlt in die Welt. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unserem Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und gepriesen wird in alle Ewigkeit. Amen.
Weihnachtsfest. Und ich habe gehört, dass hier in dieser Kirche noch was Süßes versteckt ist. Das wurde noch gar nicht gefunden. Und ich dachte, vielleicht könntet ihr euch mal auf die Suche begeben, in der ganzen Kirche schauen, wo noch was versteckt ist. Auf der Empore, hinterm Altar, in den Bänken, vielleicht findet ihr was Süßes. Und ich habe auch gehört, dass noch ein Springseil versteckt ist. Kommt mal mit, wir machen uns auf die Suche und suchen noch was zu Ostern. Schaut euch einfach mal um. Wo könnte vielleicht etwas versteckt sein? Wir können vielleicht auch mal hinter den Altar schauen gehen. Guckt ruhig in alle Ecken rein. Wer weiß, wo was versteckt ist. Vielleicht ist oben auch was versteckt. Kinderriegel. Super. Du auch? Schokolade. Schokolade. Ah, super, das gucke ich gleich mal mir mit an. Ich komme mal runter. Das? Sieht aus wie ein Springseil. Ne? Juhu! Springseil. Weil ein Springseil. Vielleicht. Also, wie die Kinder zu Hause das kann tanzen, dann kann man auch springen dazu, oder? Gibt es auch Springseil tanzen als. Als Disziplin, genau. Gab es das mal? Sag mal, schau mal, wie es aufmachen kann. Gute Frage. Aber ich weiß, dass es da so Weltmeisterschaften gibt hier. Auf Masse und. So, das ist ein bisschen cool. Du hast ja ganz besonders schön. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im 20. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Am Abend des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht mit bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen.
Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Worte der Heiligen Schrift. Lob sei dir, Christus. Der für heute vorgeschriebene Predigtext steht in Jesaja-Buch im 40. Kapitel. Hebt eure Augen auf in die Höhe und seht, wer hat das alles geschaffen? Er führt ihr Heer heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und seine starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der Herr segne an uns dieses sein Wort. Amen. Durchschauen Zeit über den Horizont so weit.
Diese Worte sind, als Jesus auferstanden ist, schon älter als ein halbes Jahrtausend. Und so wie damals, als Jesus auferstanden ist, er die Jünger aufsucht, und ich stelle sie mir vor, mit gebückter Haltung, mit gesenktem Kopf, und er richtet sie auf. Und so jetzt damals Jesaja in Babylon. Damals war das Volk Israel aus seiner Heimat vertrieben. Vertrieben und weggeführt ins Exil nach Babylon. Verschleppt. Und dann spricht Jesaja dieses Volk an. Kopf hoch. Aber geht das so einfach? Es kommt immer drauf an, worauf man schaut. Kopf hoch. Was sahen damals die Israeliten? Sie sahen den Himmel und am Himmel die Sonne und des Nachts den Sternenhimmel. Und in den Augen der Babylonier waren das Götter, der Sonnengott Marduk und das ganze mächtige Heer der Sterne. Auch heute gibt es manche Menschen, die schauen in die Sterne und versuchen daraus Informationen über ihr Leben, über ihr Geschick abzuleiten. Jesaja aber sagt nicht, schaut die Sterne an, sondern er fragt weiter. Er sagt, na und, wer hat diese mächtigen, gewaltigen Himmelskörper denn gemacht? Antwort ist klar, der Schöpfer. Der Schöpfer, unser Gott, den wir verehren. Er hat die Welt gemacht. Es sind zwar imposante Geschöpfe, aber immer noch Geschöpfe. Und das ist wohl das Wesen des Heidentums, dass das Geschaffene wichtiger genommen wird als der Schöpfer. Und das passiert auch uns im Alltag ständig, dass wir das Geschaffene wichtiger nehmen als den Schöpfer. Wenn wir ein Auto haben, ein Auto lieben und verehren und pflegen, dann fragen wir so gut wie nie nach dem Ingenieur, der das konstruierte, und dem Arbeiter, der das Auto fertigte. Das ist uns egal. Ja, es ist das Wesen des Heidentums, das Geschaffene zu Gott zu stilisieren. Was meinen wir damit, zu Gott zu stilisieren? Martin Luther hat es so beantwortet: Das, woran du dein Herz hängst, das, was du liebst, aber auch das, was du fürchtest und das, worauf du vertraust, das ist dein Gott. Worauf schauen wir? Was lieben wir? Wovor fürchten wir uns? Wovor haben wir Ehrfurcht? Und
Worauf vertrauen wir letztlich? Diese Frage müssen wir uns stellen, auch in Krisenzeiten. Worauf vertrauen wir? Und genau in diesen Krisenzeiten merken wir, dass manches, auf das wir im Alltag vertraut haben, was wir für unumstößlich hielten, plötzlich nicht mehr tragfähig ist. Deswegen Jesaja, weißt du nicht, hast du nicht gehört? Und es kommt darauf an, dass wir uns das gegenseitig mitteilen, wir unseren Kindern, und dass wir es weitergeben, den Menschen, die uns wichtig sind. Hast du es nicht gehört? Das Evangelium von Jesus Christus, von dem, der auferstanden ist, von dem, der den Tod besiegt hat und von dem, der uns das Reich Gottes nahe bringen will, der uns das verspricht, dass Gott einen guten Plan für unser Leben und ein Ziel für uns in seiner Ewigkeit hat. Vom Schöpfer zu reden, das bleibt wichtig, damit wir nicht beim Geschöpf hängen bleiben. Und dieser Schöpfer ist nicht etwa ein Uhrmacher, der einmal eine Welt geschaffen hat, eine Uhr perfekt hergestellt, die nun so abläuft, sondern er hat ein vitales Interesse am Weg seiner Geschöpfe. Er hat ein vitales Interesse am Weg des Einzelnen. Wir denken manchmal, Gott fragte nicht nach uns. Aber der Schöpfer greift immer wieder ein. Zum Beispiel, indem er Jesus von den Toten auferweckt, aber auch er greift in unser Leben ein, wenn wir ihm Raum dafür geben. Wenn wir ihn fragen, Herr, was willst du von mir? Und wenn wir das, was wir verstehen, auch in unserem Leben umsetzen, wenn wir Schritte des Gehorsams mit ihm gehen. Er wird nicht müde. Er ist nicht einer, der die Welt aufgegeben hat, sondern er ringt mit ihr. Er weint mit ihr, er leidet mit ihr, aber er führt sie durch diese Welt hindurch, durch die Nöte der Welt hindurch, er führt sie zu seinem Ziel. Und wer das erlebt, der erlebt, dass er nicht verdorrt in seinem Leben, nicht alt und klapprig wird, sondern dass er mit geradezu jugendlicher Kraft durchströmt wird, selbst dann, wenn der Körper altert und wenn die Augen schwach werden. Wir sind angeschlossen an die Kraftquelle Gottes. Die auf den Herrn harren, die auf den Herrn schauen, die von Gott was erwarten, die werden durchströmt mit neuer Kraft. Die Leistungsträger von heute, die werden morgen müde sein. Aber wer auf den Herrn harrt, der weiß auch noch auf seinem Sterbebett, dass er mit Kräften durchströmt wird, mit Kräften der Ewigkeit. Und er bekommt ganz neue Dimensionen. Wir haben Kraft zum Laufen, das ist unsere Fortbewegung. Aber dass uns Schwingen wachsen und wir wie Adler aufsteigen können, neue Dimensionen erschließen im Glauben, im Leben, von denen wir vorneweg nichts geahnt haben, das ist ein Wunder. Christus will uns durch die Auferstehung von den Toten, durch das ewige Leben, diese neue Dimension aufschließen. Wir sind nicht mehr am Boden festgekettet, sondern wir dürfen aufsteigen mit unserem Herrn. Das gewinnt in unserem Leben Gestalt, im Alltag, aber auch in Ewigkeit als Ziel. Amen. Ein Bauer fand beim Wandern einen Adler, der gerade aus dem Nest gefallen war. Ein junger Vogel, noch zu schwach zum Fliegen, den zog er auf mit seiner Hühnerschar. Er lernte, wie man pickt und wie man gackert, und saß auf seiner Stange wie ein Huhn. Probleme gab es nur beim Eierlegen, sonst tat er das, was alle Hühner tun. Doch eines Tages kam zum Hof ein Fremder, der sah den Adler, der nach Körnern scharrt.
Er ging zum Bauern und er fragte leise: Wieso bewegt er sich nach Hühnerart? Er ist ein Hund und wird es immer bleiben. Sie lassen sie die Viecher nur in Ruhe. Der Fremde aber beugte sich nach unten und sprach dem Vogel diese Worte zu: Du bist ein Adler, du kannst fliegen. Komm, schwing dich auf, steig hoch empor. Du kannst die Angst in dir besiegen. Dafür bist du gemacht, hey, sieh dich vor. Breit die Flügel aus, spür, wie weit der Himmel ist, damit du deine Kraft nie ganz vergisst. Breit die Flügel aus, spür, wie weit der Himmel ist, damit du deine Kraft nie ganz vergisst. Der Adler hob nur sachte seine Schwingen, dann pickte er ganz still das nächste Korn. Der Fremde aber dachte, dieser Vogel hat hier am Boden einfach nichts verloren. Er lieh sich von dem Bauern eine Leiter und stieg damit auf einen hohen Baum. Dort hielt er ruhig den Adler hoch und sagte: Erkennst du nicht, dies ist dein Lebenstraum? Du bist ein Adler, du kannst fliegen. Komm, schwing dich auf, steig hoch empor. Du kannst die Angst in dir besiegen. Dafür bist du gemacht, hey, sieh dich vor. Breit die Flügel aus, spür, wie weit der Himmel ist, damit du deine Kraft nie ganz vergisst. Breit die Flügel aus, spür, wie weit der Himmel ist, damit du deine Kraft nie ganz vergisst. Der Adler sah von oben all die Hühner. Er ließ sich fallen, wollte nur dorthin, wo er sich sicher fühlte und geborgen. Der Fremde aber kratzte sich am Kinn. Dann stieg er mit dem Vogel ins Gebirge, erzählte ihm dabei viel von dem Glück des Fliegens, und da breitete der Adler die Schwingen aus und kam nie mehr zurück. Du bist ein Adler, du kannst fliegen. Komm, schwing dich auf, steig hoch empor. Du kannst die Angst in dir besiegen. Dafür bist du gemacht, hey, sieh dich vor. Breit die Flügel aus, spür, wie weit der Himmel ist, damit du deine Kraft nie ganz vergisst. Breit die Flügel aus, spür, wie weit der Himmel ist, damit du deine Kraft nie ganz vergisst. Himmlischer Vater, wir kommen als deine Gemeinde zu dir, und oft sehen wir nur auf das, was uns vor den Füßen liegt. Unser Blick wird nach unten gezogen. Wir sehen auf das Elend, die Not, wir sehen die Grenzen. Wir sehen das, was alles nicht möglich ist. Wir sehen unser Leid, wir sehen unsere Schmerzen. Oft sind wir gefangen in uns selbst, dass wir nicht mal das Leid der anderen sehen. Wir bitten dich,
Befreie unseren Blick, hebe unseren Blick auf, dass wir nicht nur auf uns schauen, sondern auf die anderen. Herr, lass uns durch den Blick auf die anderen von deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit durchdrungen werden. Wir bringen dir all das Leid, was wir sehen, die Nöte, die Sorgen, die Ängste. Und wir bitten dich, dass du eingreifst als Herr der Welt, dass du Nöte abnimmst. Wir bitten dich aber, dass du auch den Blick noch weiter hebst auf das, was du getan hast, dass der Tod besiegt ist, dass wir mit dir Wege zum Leben finden können. Wir bitten dich, dass du unseren Blick hebst zu deinem Reich, dass wir plötzlich erkennen, was angesichts der Ewigkeit wichtig ist und was nicht. Und hilf, dass wir ausstrahlen, diese Freude, die du in uns angelegt hast, dass die Freude uns durchdringt und dass wir sie weitergeben. Gib, dass wir einladen zu deinem Reich. Schenk uns eine neue Perspektive, dass wir nicht am Boden kleben bleiben, sondern dass wir aufsteigen zu dir und mit dir erkennen, was wichtig ist. Lass es uns von dir lernen. So beten wir das Gebet, was wir von Jesus Christus gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
hoffen, dass bei diesem Gottesdienst es klar geworden ist, dass Gott uns ein neues Leben geschenkt hat. Deswegen mit den Kindern, wie Kinder fröhlich sind, wenn sie was finden und dieses Geschenk behalten und das Geschenk nutzen. Wir dürfen in der Kirche auch ausgelassen fröhlich sein, weil Gott uns so reich beschenkt. Gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat, in seiner großen Barmherzigkeit, zu einer ganz lebendigen, zu einer quicklebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir sind reich beschenkt. Man soll diese Freude uns anmerken. Und es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige. Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Amen.